Meine Herren und Damen. Ja, was gibt's denn da zu grinsen? Weil ich meine Herren und Damen gesagt habe. Ja. Ja. Warum sollte ich das denn nicht tun, hm? Wo bitte steht denn geschrieben, dass die Damen zuerst genannt werden müssen, hm? Ja. Ja, ja, diese feisten Herren von der Bourgeoisie, die staunten nicht schlecht, als unsere Marie Juratsch am 19. Februar dieses denkwürdigen Jahres 1919 sie auf diese unkonventionelle Weise begrüßt hat. Meine Herren und Damen. Da haben die gelacht. Tja, wie alle Menschen, die dumm genug sind, historische Momente zu verkennen. Denn als unsere Genossin Juratsch im Nationaltheater in Weimar an das Pult trat, ja, da redete sie als allererste Frau vor einem deutschen Parlament. Jawohl. Und dies ist einer der Gründe, weshalb die Friedrich-Ebert-Stiftung Thüringen 95 Jahre später Werk und Leben dieser bedeutenden Sozialdemokratin würdigt. Marie Juratsch ist aus verschiedenen Gründen eine ganz bemerkenswerte Frau. Sie hat sich für Gerechtigkeit und Solidarität eingesetzt, war eine Frau, die in die Arbeiterbewegung hineinkam, war die erste Frau, die in einem deutschen Parlament gesprochen hat. Von daher ist sie auf der einen Seite für die Arbeiterbewegung eine sehr interessante Person und aber auch für die Frauenbewegung. Unter dem Titel »Mir geht so vieles durch den Kopf und durchs Herz« zeichnete die Veranstaltung das Bild einer mutigen und zielstrebigen Persönlichkeit, deren Interesse vor allem dem Aufbau des Sozialstaats galt. Die AWO hat ja 1919 mitgegründet, hat damals die Not der Bevölkerung gesehen nach dem Ersten Weltkrieg und da eine ganze Menge an Bedarf gesehen und den dann abdecken wollen durch eine Organisation. Die AWO ist heute einer der großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland und das wichtigste Vermächtnis von Marie Juratsch. Zusätzlich kämpfte sie zeitlebens für die Gleichstellung der Frauen und war als einziges weibliches Mitglied im Ausschuss zur Vorbereitung des Entwurfs einer Verfassung des Deutschen Reichs tätig. Verdienste, die sie auch heute zum Vorbild machen. Mutig, vorwärtsschreitend und in einer Klarheit und Sicherheit. Also sie ist nicht ins Wanken gekommen in ihren wenn sie ihre Ziele verfolgt hat. Ich denke, dass auch dieses Arbeiten und sich für Politik einsetzen, für die Gesellschaft einsetzen, auch heute noch ein aktuelles Thema ist.